Die Karotte ist als Vitamin A-Star groß geworden. Doch wenn man ehrlich ist, hat der Grünkohl sogar manchmal mehr, je nachdem wie viel Sonne er ausgesetzt ist. Denn Carotinoide sind fettlösliche Antioxidantien, die gebildet werden zum Schutz vor der UV-Strahlung natürlich. Macht den Braten aber gar nicht so fett, ja, denn Süßkartoffel, Karotten und Grünkohl haben alle ungefähr gleich viel. Es ist wichtig anzumerken, dass Beta-Carotin nicht Vitamin A ist, ja, sprich Retinal. Die Karotte enthält dieses nicht, ja. Dieses enthält zwar Beta-Carotin, dieses wird durch die Beta-Carotin-15-15-Monooxygenase, ein Enzym, gespalten. So wird aus einem Beta-Carotin zweimal Vitamin A, ja, so, das heißt Retinal bei uns im Körper. Dieser Vorgang findet beim Menschen vor allem im Darm statt, ja. Das kann aber auch nicht jeder Mensch, das ist ganz, ganz wichtig. Manche können diese Konversion nicht leisten und von daher ist eine vegane Ernährung dort kritisch anzusehen, ja. Das sollte man mal ab und zu mal testen, wenn man da bestimmte Probleme hat, ja. Aber auch in Epithelzellen der Netzhaut, Leber und in Nieren findet dieser Prozess statt, die Spaltung von Beta-Carotin zu Vitamin A. Eine Mutation in dem BCMO-Gen führt dann zu einem Mangel. Daher sollten vegane, wie gesagt, lebende Menschen diese prüfen, ja, da keine Pflanze Vitamin A enthält. Und diese Mutation nicht selten ist, ja. Bevor es mit den Tipps losgeht, lasst noch sehr gerne einen Daumen nach oben da für unsere Community, damit diese wächst und diese Gesundheitstipps, diese kostenlosen Gesundheitstipps an mehr Menschen allokiert werden halt, ja. Und wenn ihr mich unterstützen könnt, wollt, ja, dann könnt ihr das auf purazell.de, wenn ihr auf unabhängig laborgeprüfte Nahrungsergänzungsmittel studienbasiert entwickelt steht. Dank Beta-Carotin hat die Vergangenheit eher mit negativen Schlagzeilen Aufsehen erregt. So. Denn dazu der Eintrag des BfR, ja, das Bundesamt für Risikobewertung, so. So soll der Verzehr von isolierten Beta-Carotin bei Rauchern zum Beispiel das Lungenkrebsrisiko steigern. Das habe ich nachgeprüft und auch so verifiziert. Hier gibt es eine Meta-Analyse aus randomisierten Kontrollstudien aus dem Jahre 2020 oder auch einzelne. So sind Karotten jetzt schädlich? Nein, denn dieser Effekt wurde bisher in all den Jahren noch dementsprechend nie dupliziert auf Beta-Carotin, was aus Lebensmitteln stammt, sondern nur isoliert. Dies kann schon mal ein Problem darstellen bei fettlöslichen Substanzen, da sie ja nicht wie Vitamin C oder B einfach wasserlösliche Vitamine sind und einfach in den Urin ausgeschieden werden können. Daher gibt es keinen Grund, ja, keine Karotten zu essen, sondern im Gegenteil. Es gibt auch Studien, die klar zeigen, dass nicht nur die Gabe von Beta-Carotin, das wichtigste körpereigene Antioxidant, steigen lässt, ja, im Serum, und das nicht nur im Blutserum, sondern auch in den roten Blutkörperchen sehen wir hier. Wieso das so entscheidend ist, Glutathion ist nicht nur das wichtigste körpereigene Antioxidant, da es 99% aller Blutzellen beschützt, das heißt die roten Blutkörperchen, sondern ebenfalls das wichtigste Entgiftungstool in der hepatischen Detoxifizierungsphase 2 spielt, ja, also in der Leber. Das spielt eine entscheidende Rolle bei der Exposition von Umweltgiften, wie zum Beispiel in dieser Studie, Blei. Dieses konnte durch die Gabe des Beta-Carotins statistisch signifikant besser ausgeschieden werden. Dies muss auf die statistisch signifikante Steigerung des körpereigenen Glutathions zurückzuführen sein. Also es gibt auch sicher gute Eigenschaften. Was aber noch wichtiger ist, ist bei der Auswahl deiner Karotten, ist die Farbe. Es gibt verschiedene Farbmuster in den Karotten. Die Färbung kommt durch die Akkumulation von verschiedenen sekundären Pflanzenstoffen in der Vakuole oder Zellwand der Pflanze. Wie wir sehen, enthält die orangene Karotte mehr Beta-Carotin als die anderen Karotten. Quantifizieren wir das mal. Die orangene Möhre enthält ca. 7-mal so viel Beta-Carotin wie die lilafarbene Möhre, hat aber 14-mal weniger antioxidative Kraft im Vergleich zu lila Möhre im Vitamin E-Vergleichstest. Ja, also. Und die antioxidative Fähigkeit im ORAC-Wert liegt bei der lila Möhre um das 8-fache höher wie bei der orangenen Möhre. Das liegt daran, dass in den violetten Karotten Anthocyane enthalten sind und die Karotte dies nicht beinhaltet, das heißt die orangenen. In hier grün dargestellt, ja. Anthocyane sind deutlich stärkere Antioxidantien als das Beta-Carotin. Daher hat die Karotte zwar mehr Beta-Carotin, die orangene,
Trotzdem verliert diese aber haushoch, wenn es darum geht, antioxidativ zu wirken im Vergleich zu den violetten Karotten. Dies zeigt sich in der Fülle der Studien zu dem Konsum von Anthocyanen und den Gesundheitsvorteilen. So sehen wir eine Meta-Analyse aus Goldstandard-Studien, die im Cochrane-Verfahren peer-reviewed wurde. Dies kam zu dem Ergebnis, die Einnahme von Anthocyanen senken den totalen Cholesterinwert, Triglyceride, LDL und so weiter, ja, und allgemeinen Cholesterinspiegel, ja, bei Patienten mit Dyslipidämie. Und das alles signifikant und erhöhten den HDL-Wert, ja, ganz, ganz wichtig, das gute Cholesterin, ja, welches das überschüssige Cholesterin wieder zurück zur Leber führt aus dem Blut. Und auch andere Studien bilden einen Konsens. Es gibt auch noch eine weitere Studie an Säugetieren, was passiert, denn wenn violette oder orangene Möhren gegessen werden. Interessanterweise wurde hier beobachtet, dass das Leber-Beta-Carotin sogar höher in der lila Karottengruppe war und auch das später daraus entstehende Vitamin A. Dies kann damit zusammenhängen, dass die sekundären Pflanzenstoffe der lila Karotte die Umwandlung von Beta-Carotin zu Vitamin A sogar verbessern, wahrscheinlich durch epigenetische Eingriffe. Also fassen wir zusammen, Beta-Carotin kann bis heute studienbasiert keine negative Effekte Wirkung nachgesagt werden, wenn es aus einem Lebensmittel stammt, isoliert aber schon bei Rauchern. Das gilt aber auch oft für viele fettlösliche Substanzen. So kann selbst Vitamin D irgendwann toxisch werden. Vitamin C aber fast nicht erreichbar. Violette Karotten haben nur Vorteile gegenüber Orangenen, denn sie haben einen deutlich potenteren Ausgang bezogen auf die antioxidative Wirkung sowie die Bioverfügbarkeit von Beta-Carotin sowie die bessere Studienlage, ja, zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Daher wähle ich lieber die dunkelfarbenen. Das gleiche gilt übrigens auch für eine Zwiebel, ja, da habe ich ebenfalls schon ein Video dazu gemacht, verlinke ich euch gerne mal. Oder auch zu Rotkohl, Weißkohl und so weiter. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, du konntest wieder was lernen. Empfehlt mich sehr gerne weiter. Wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du das gerne tun auf purazell.de. Ja, für mich persönlich die bestkonzipiertesten und unabhängig kontrollierten Pflege-, Nahrung- und Nahrungsergänzungsmittel momentan. Bis gleich, wir sehen uns. Ciao.